So, okay, was mache ich denn heute so Schönes? Also, den ganzen Tag am Laptop sitzen, dafür ist das Wetter so zu schön. Deshalb stehe ich einfach mal auf und mache mal irgendwas Cooles. Aber, was kann ich denn machen? Vielleicht hat ja Louis Zeit. Ich rufe mal Louis an. Ich meine, ich habe schon länger nichts mit Louis gemacht und vielleicht freut er sich ja auch, wenn ich ihn mal anrufe. Dafür gehe ich einfach mal runter und schnapp mir schnell das Telefon. Und vielleicht hat er ja sogar Zeit und Lust, ein bisschen Skateboard fahren zu gehen. Oh, das wäre echt cool, vor allem bei diesem Wetter. Das macht echt viel Spaß. So, jetzt schnell Louis' Nummer eintippen. Hey Louis, ich bin's, Julian. Hast du Lust, etwas zu unternehmen? Ah, du hast keine Zeit? Ah, schade. Ja, okay. Nee, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist ja so ein schönes Wetter und deshalb habe ich gedacht, ich rufe dich mal an. Ah, du bist mit deinen Eltern unterwegs? Ja, okay, kein Problem. Dann, weißt du was, dann können wir ja die Tage noch was unternehmen. Ist ja gar kein Problem. Okay, danke. Dir auch noch einen schönen Tag. Ciao. Oh Mann, schade. Louis hat heute keine Zeit. Naja, dann unternehme ich einfach mal was alleine. Ich meine, sonst ist ja keiner da. Okay, aber was könnte ich denn unternehmen? Mal nachdenken. Julian Vogel, worauf hast du Lust? Ah, ich habe schon eine Idee. Und zwar, ich gehe einfach mal raus und fahre ein bisschen durch die Gegend mit dem Fahrrad. Und vielleicht treffe ich ja neue Leute und kann mit denen irgendwas spielen. Ich fahre mal auf den Spielplatz. So, da bin ich. Puh, das war eine echt schöne Fahrradtour. Aber ich stelle mal mein Fahrrad hier schnell ab und schaue mich mal um. So, einfach mal runter und da ist es. Okay, so. Wer ist denn alles hier? Okay, ich kenne hier wirklich keinen, aber vielleicht kann ich ja irgendwo einfach mitspielen. Ah, was machen die denn da hinten? Ah, die haben auch viel Spaß. Ah, die spielen dieses Springspiel. Okay, habe ich da Lust drauf? Ja, nicht so wirklich. Ich habe keine Lust zu hüpfen. Vielleicht jemand anders. Oh, da hinten sind auch noch zwei Leute. Ah, die sind in einem lustigen Gespräch, wie es aussieht. Ja, okay, gut, dann störe ich die mal lieber nicht. Sonst, wer ist denn hier sonst noch so? Ah, da hinten im Sandkasten. Oh, die baut ja voll die coole Burg. Vielleicht kann ich ihr ja helfen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich gehe sie mal ansprechen und frage mal, ob ich ihr bei der Burg helfen kann. La 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 la. Hey, du hast ja voll die coole Burg. Kann ich dir irgendwie helfen, die Burg zu bauen? Ich meine, die sieht ja voll cool aus. Schau dir das doch mal an. Also, du hast ja schon einen großen Eingang gemacht. Hi, ich bin Lisa. Schön, dich kennenzulernen. Oh, hi, Lisa. Ich bin jetzt mal spontan hier hingefahren und hab mir gedacht, ich schau mal, wer hier so unterwegs ist und vielleicht kann ich ja helfen. Also, wenn du auch eine Sandburg auch so gerne bauen kannst und, also nicht so gerne, sondern wenn du es auch so gerne magst, dann kannst du mir gerne helfen, natürlich. Ja, da sage ich auf jeden Fall nicht nein zu. Okay, wie genau kann ich dir jetzt hier helfen? Also, Julian, also die Burg ist ja eigentlich schon ganz schön, aber eine zweite Etage fehlt auf jeden Fall und es wäre cool, wenn du mir auch dabei helfen kannst. Boah, eine zweite Etage? Okay, auf jeden Fall. Also ich habe zwar nicht so viel Erfahrung mit Burgen bauen, aber ich glaube, wenn du einfach sagst, was ich machen kann, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Und eine zweite Etage, also kann ich mir gar nicht vorstellen. Die sieht ja schon so voll cool aus. Okay, Lisa, was kann ich jetzt machen? Kannst du vielleicht da hinten noch mehr Sand holen? Ich glaube, ich habe nicht genug. Klar, wird gemacht. Okay, du kannst auch meinen Eimer benutzen, der da steht. Ja, danke. Okay, ich mach den Eimer einfach mal voll. So, okay. Die erste Schaufel rein. Und dann noch eine zweite. Oh, das macht echt viel Spaß. Aber Moment, was ist denn das da? Da guckt ein bisschen was raus. Hä? Wow, das ist ja eine coole Karte, aber irgendwie sieht die merkwürdig aus. Und wieso war die hier im Sand versteckt? Hey Julian, alles okay bei dir? Du bist ja lange da unterwegs. Ja Lisa, komm mal rüber, schau mal, was ich hier gefunden habe. Was hast du denn da gefunden? Ist das etwa eine... Ja, ich glaube, es ist wirklich eine... Schatzkarte! Oh mein Gott, Julian, du hast eine Schatzkarte gefunden! Ja, voll cool, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich wollte eigentlich nur den Eimer voller Sand machen. Und da hat die rausgeguckt und da habe ich mir direkt gedacht, ja, okay, ich ziehe da einfach mal dran. Und plötzlich kam die Karte raus. Meinst du wirklich, dass da ein Schatz vergraben ist? Ja, Julian, also da ist ein fettes X auf der Karte. Könnte ich dir vielleicht bei der Suche helfen, wie du mir bei der Sandburg geholfen hast? Was? Na klar, komm, lass mal draufschauen. Da ist ein fettes X, da steht sogar was drauf geschrieben. Du findest den Schatz
An der Wurzel. Hä? Was soll das denn heißen? Hm. Oha, Julian, du kannst ja aber lesen. An der Wurzel, ehrlich gesagt, also weißt du was? Es sieht mir ein bisschen so bekannt vor. Also ich glaube, ich weiß, wo das ist. Und ich meine, wenn ich dir helfen kann, dann können wir den Schatz auch wirklich im Nu finden. Ja, also ich würde mich auf jeden Fall über deine Hilfe freuen. Ich meine, wenn ich nicht mit dir die Burg gebaut hätte, dann würde ich die ja gar nicht finden. Und so? Ja, lass uns doch zusammen ein Abenteuer erleben. Okay, alles klar. Dann lass uns los. Ich glaube, da müssen wir hin. Also, mir nach. Ich glaube, wir sind schon in der Nähe. Also, das sieht hier alles so ähnlich aus, aber nicht so exakt wie auf der Karte. Ja, aber die Schatzkarte ist doch bestimmt extrem alt, deswegen hat es sich auch was verändert. Aber ich glaube, wir sind schon richtig da. Schau mal, ich zeig dir das. Siehst du auf der Karte diesen Baum? Das ist genau der da hinten. Ah, stimmt, aber nur in groß. Okay, alles klar. Dann sind wir eigentlich richtig gegangen. Also stand um den Baum nach rechts und jetzt stehen wir hier. Aber irgendwie finden wir die Wurzeln nicht. Oder sind das die Wurzeln von diesem Baum? Oder wir müssen hier entlang. Schau mal, da ist nur dieses neue Gebüsch im Weg. Ah ja, stimmt. Da ist doch einfach nur ein neues Gebüsch gewachsen. Ach, Julian, du bist so schlau. Da müssen wir einfach nur rüber rum. Okay, dann mir nach. Ich glaube, hier müssen wir lang. Oh, okay. Und ich glaube tatsächlich. Schau mal, das ist dieser Baum, auch auf dieser Karte. Der war versteckt hinter diesem Gebüsch. Ja, siehst du, Julian, habe ich dir doch gesagt, wir haben es gefunden. Okay, aber wo ist denn hier ein X? Also ich sehe gar kein X. Ja, natürlich, das ist doch einfach nur ein X auf der Karte. Also es ist auch bestimmt nicht auf der Erde, es ist bestimmt unter Boden. Ich glaube, wir müssen ein bisschen graben. Ah, okay. Aber wie machen wir das denn? Wir haben gar keine Schaufel. Ja, das stimmt, aber eigentlich, ich baue ja sehr gerne Sandburgen und deswegen, ich habe eigentlich meine Klappspatel dabei. Was, du hast immer einen Klappspaten? Boah, cool, der ist so klein und dann kann man ihn so groß machen? Ja, genau, hier ist er, damit können wir buddeln. Okay, dann fange ich an zu buddeln. Weißt du schon, was du mit dem Schatz machst? Oh, boah, nee, ich habe keine Ahnung, ich muss es mir nochmal überlegen. Weißt du, was du mit dem Schatz machen möchtest? Nee, keine Ahnung, also erstmal schauen, wie viel da drin ist und was das für ein Schatz ist. Okay, ich fange mal an zu buddeln. Ich bin auf etwas gestoßen. Schau mal, wir haben einen Schatz gefunden. Boah, oh mein Gott, das ist ein Schatz. Boah, was da wohl drin sein wird. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich weiß auch nicht, was da alles drin ist. Okay, dann lass uns ihn gemeinsam öffnen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Der ist ja leer. Was ist das? Da ist doch gar nichts drin. Na toll, dann haben wir ganz umsonst gebuddelt. Und jetzt können wir uns nichts kaufen, gar nichts. Boah, jetzt bin ich echt traurig. Also, das war echt schon ein bisschen Zeitverschwendung. Naja, aber wir hatten doch eigentlich ein sehr cooles Abenteuer. Also ich meine, wir waren unterwegs, wir haben Sandburg gemacht. Jetzt haben wir auch einen Schatz gebuddelt. Also obwohl da nichts drin ist, aber es hat doch wirklich Spaß gemacht. Und außerdem, wir sind doch jetzt neue Freunde, oder nicht? Nein, stimmt natürlich, Lisa. Also wir sind neue Freunde und vielleicht können wir ja die Schatzsucherfreunde werden. Vielleicht können wir ja nochmal auf Abenteuer gehen und nach anderen Schätzen suchen, die noch nicht gefunden worden sind oder nach richtigen Schätzen, wo wirklich was drin ist. Ja, gute Idee. Wir sind jetzt Abenteuerfreunde und Schatzfreunde. Ja, auf unser nächstes Abenteuer. Hey Leute, halt, stopp. Wollt ihr noch mehr von uns sehen oder hören? Dann hört doch unsere Hörspiele. Die findet ihr auf Spotify, iTunes und Amazon Music. Gebt doch einfach Familie Vogel oder Spiel mit mir ein. Dann findet ihr alles. Viel Spaß beim Hören.